Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem Kranzug. In Bonn Hauptbahnhof. Und müssen jetzt unseren Zug nach über Remagen bis nach Andernach bringen und ja. Jetzt hier mal aufrüsten bzw. Fahrdienstleitung an 99004 bitte kommen. 99004 hört. Du hast die Meldung sicherlich mitbekommen, sonst wärst du ja auch nicht hier. Du weißt also Bescheid. Ja, so ganz grob. Also in Andernach ist irgendwas mit einem Güterwagen. Und ich glaube, der soll jetzt beiseite geschafft werden. Gut, dann nochmal zusammengefasst. In Andernach im Güterbahnhof haben sich die Bremsen eines Kesselwagens festgesetzt, weil sie anscheinend vorher heiß gelaufen sind. Der Wagen ist mit keiner Lok mehr vom Fleck bekommen. Und wir können auch sonst was machen. Das funktioniert nicht. Bremse kann nicht gelöst werden. Die Jungs haben echt alles versucht. Und versuchen es auch weiterhin. Dazu kommt, dass der Wagen auch noch beladen ist und somit ist er als Gefahrgut einzustufen. Wir hoffen, dass die Kollegen das noch hinkriegen, aber notfalls machen wir das mit dem Kran. Du kannst dir vorstellen, was das unter solchen Umständen bedeutet. Oh ja, ich schätze mal das volle Programm mit Feuerwehr, Polizei und so weiter. Ganz genau. Feuerwehr, THW, Polizei sind auch schon unterwegs, das alles abzusichern, für den Fall, dass wir das mit dem Kran machen müssen. Für die Aktion müssen wir sicherheitshalber die Strecke sperren. Den Bahnhof Andernach sowie den Bereich drumherum. Dann fahren wir los. Du hast unterwegs als Hilfszug höchste Priorität. Vor dem Gruppenausfahrsignal musst du noch die Ausfahrt beim Stellwerk mit der Taste Tab anfordern. Gute Fahrt. Alles klar, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, ihr habt alle Infos bekommen. Was da jetzt in Andernach zu tun ist. Und dahin werden wir jetzt unseren Zug bringen. Und zwar auf dem schnellsten Wege. Ihr habt es gehört, wir haben höchste Priorität. Das heißt, wir müssen auf keine Züge Rücksicht nehmen. So, das haben wir auf Ausfahrt erteilt bekommen. Wunderschön. Jetzt über Bonn Hauptbahnhof, dann über Remagen und schließlich bis Andernach.
So, dann dürfen wir endlich aufschalten. Schließlich eilig. Neben uns. Wunderschön. Solche Folgen finde ich auch mal schön oder solche Szenarien mit Autotransporter und ja, also bin da immer sehr begeistert von. Mega Aussicht, einfach nur mega geil.
dann sind wir auch gleich schon in Remagen. Dann ist es auch gut 20 Kilometer bis Andernach. Unsere heutigen Endstation. Bin aber gespannt, wie es denn dann in der im dritten Teil weitergeht, was wir da zu tun haben. Und ja, darauf könnt ihr dann schon gespannt sein. Das wird euch dann in der nächsten Woche erwarten. Und ja, ist wieder ein sehr, sehr schönes Szenario-Paket von 3D-Zug, muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir sehr. Ist mal wirklich mal was anderes als immer nur Personendienst. Und ja, kann gerne mehr von kommen. Güterzug-Szenarien sind auch immer sehr, sehr empfehlenswert. Und ja. Also ich freue mich da schon sehr drauf. So, jetzt freue ich mich aber darauf, auch mal zu bremsen. Auf 100 runter. Steuerwagen entgegen, N-Wagen, wunderschön. Vorne dran, natürlich eine 218, natürlich, wunderschön. Zug der 90er, sage ich immer dazu. Oder auch Zug aus meiner Kindheit. Also früher in den 90ern, bis etwas in die 2000er rein, fuhr die regelmäßig bei mir im Ort bis nach Essen Hauptbahnhof und Oberhausen Hauptbahnhof. Gezogen von Borken bis Essen und geschoben von Essen bis Borken. War immer ein sehr, sehr schönes Highlight. Als Kind hat mir das sehr gefallen. Also schade, dass sie heute nicht mehr da sind und durch Talent 2 ersetzt wurden. Aber naja, Fortschritt halt. Macht mal nichts gegen. Die N-Wagen waren halt leider nicht sehr barrierefrei und ja, es muss ja heute alles barrierefrei sein und wenn man mal überlegt, die Klos von den N-Wagen waren auch nicht gerade ja, konform, sage ich mal, wenn man da auf die Gleise schiss. Ja, war mit Sicherheit nicht jedermanns Sache, da dieses Plumpsklo zu kacken. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es da sehr zugig drin war, was ich gar nicht fand. Also ich vermisse die N-Bahn sehr, muss ich wirklich sagen. Also für mich war das immer ein Highlight, damit zu fahren. Aber sie erfüllen halt nicht mehr den Standard, den die Deutsche Bahn heute haben muss. Von daher werden die halt immer mehr und mehr ausgemustert und durch Triebwagen ersetzt oder durch Dostos. Wobei ich sagen will, ich will die Dostos gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Aber die N-Bahn haben doch schon ihren eigenen Charme und ja, die fehlen mir halt sehr. So, gleich erreichen wir dann Remagen. Dann sind es noch gut 20 Kilometer bis Andernach.
Es gibt bei YouTube übrigens ein sehr, sehr schönes Video über die N-Wagen. Zu empfehlen wäre da Zug 2013, heißt der Kanal. Da wird eine ganze Dokumentation über die N-Wagen gibt's da zu sehen. Und The Lost Places Lieferungsleitung an alle Triebfahrzeuge auf der Strecke zwischen Koblenz und Köln. Die Strecke wird zwischen den Einfahrt- und Ausfahrtsignalen Andernach voraussichtlich um 11.30 Uhr in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt. Der Grund dafür sind Bergungsarbeiten am Andernacher Güterbahnhof. In diesem Zeitraum erfolgen individuelle Umleitungen. Der Personen- und Güterverkehr wird rechtsrheinisch umgeleitet. Im Nahverkehr werden wir unterschiedlich verfahren und einzelne Zugläufe kürzen und durch Busse ersetzen. Die betroffenen Züge werden gleich besonders angefunkt und bekommen weitere Anweisungen. Allen weiteren eine gute Fahrt. Jawohl, das haben wir zur Kenntnis genommen. Wo ich gerade unterbrochen wurde, war, es gibt noch einen Kanal, der nennt sich The Lost Places GER. Dort werden vorrangig Lost Places dokumentiert und gefilmt. Und aber da gibt es dann auch ein Video über N-Wagen, wo halt verlassene N-Wagen gefilmt werden und auch von innen und dokumentiert werden. Und ich kann euch das so wärmstens ans Herz legen, da mal reinzuschauen bei dem jungen Mann, und macht sehr gute Videos. Und ja, wenn euch das interessiert, dann schaut euch da gerne mal um. Also einmal Zug 2013 und der andere Kanal nennt sich The Lost Places GER. Ja, schaut euch doch da gerne mal um. Jede Menge N-Wagen, wunderschön. Alles rot, nur wir am grün. Das ist doch perfekt. Backe die zweite.
da gleich in Andernach ankommen. Dort soll ja ein Zug geborgt werden, ein Güterzug. Und ja, da bin ich schon gespannt, wie das alles vonstatten geht. Aber das alles dann erst im dritten Teil. Und ja, die folgt dann in der nächsten Woche. Also nächste Woche Samstag, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, darauf könnt ihr euch dann schon mal freuen. Die angezeigten 140 km/h Beschränkung tangiert uns jetzt, glaube ich, nicht so wirklich. Von daher ist da jetzt keine Aktion erforderlich, würde ich sagen. Ergeben und ja, ich glaube, 130 brauchen wir jetzt gleich nicht mehr beschleunigen. Ja, das Gegenteil. Und ja, unser Ziel ist in Sicht und ich würde sagen,
dass wir jetzt gar nicht mehr groß aufschalten, sondern glaube ich ein wenig bremsen werden, weil wir mit Sicherheit mit 40 ins Einfahrgleis zu fahren haben. So, gelbes Vorsignal. Ganz so langsam wollen wir dann doch nicht werden. Das nächste Signal ist rot. Das heißt, wir bleiben mal hier schön langsam. Gelb und dann das nächste Signal, was ihr da seht, was da 045 entfernt ist, ist dann rot. So, wenn es ein bisschen rollen lassen. So, dann werden wir mal kurz schauen. So, wir sind hier. Ausgangsgleis. Richtungsgleis 9 sollen wir hin. Na, passt doch. So, da ist unser Gleis und da fahren wir ein. Perfekt. Dann würde ich sagen, gleiches Spiel wie vorhin, abspeichern und uns langsam auf den Weg machen. Warum der immer noch verweigert anzeigt, kann ich gleich leider nicht sagen, weil ihr seht die beiden weißen Punkte, das heißt eigentlich, wir haben uns wurde die Überfahrt erteilt, beziehungsweise die Genehmigung erteilt und ja.
Das war doch ein wenig voreilig gebremst. Da war ich ein wenig schnell. Steht schon ein Mensch, der auf uns wartet. Wollen wir da mal anhalten? Wenn wir ein wenig weiter ziehen, bis wir hier aufs Gleis sind. So. So, und damit endet dieses Video und auch dieses Szenario, dieser Teil. Wie es dann weitergeht, seht ihr im dritten Teil, in der nächsten Woche. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche, noch einen schönen Samstagabend. Ich wünsche euch allgemein noch einen schönen Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Die Fahrdienstleitung an 99004, bitte kommen. 99004 hört. So, es kann losgehen. Der Einsatzleiter wird dich nun außerhalb der Gefahrenzone bringen. Du kannst dein Käffchen trinken und Daumen drücken. Naja, ich habe ja nichts gegen Pause, aber ich hätte mir gerne das Spektakel mal genauer angesehen, aus der Nähe. Ja, tut mir leid. Das sind die Vorschriften. Bis später. Ja, Vorschriften sind Vorschriften. So ist es halt, ne? Wie gesagt, wir sehen uns dann, beziehungsweise ihr hört mich dann nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, bleibt sauber. Habt eine schöne Woche, habt einen schönen Samstagabend. Ich wünsche euch allgemein noch alles Gute. Ja, ich sag da mal, bis dann. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dennis Spieters. Ciao, ciao.